Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo hier beim Metalizer. Wir bauen das Gehege weiter aus und die ersten Springböcke ziehen ein und es gibt so richtig schön Beef bei den Böcken. Viel Spaß, euer Metalizer. Wenn ich 10 Meter breit, das vielleicht nicht unbedingt. So. Genau. Jetzt müsste die Kamera auch Strom haben. Jetzt können wir zumindest die Kamerasicht angeben. Ich glaube, wir können so schräg halten. Dann sieht der Sicherheits... Wobei, wir machen die Kamera mal... Wir stellen die Kamera mal so hin. Und drehen die jetzt ein bisschen. Und zwar... Hier in die Richtung. Kamerasicht. Ja, viel besser. Haben wir gleich einen besseren Überblick über das ganze Geschehen hier. Und jetzt können wir den Baum nämlich auch wieder so hinpacken, dass er die Kamera trägt. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Ja. Dann sind wir ganz schön ein Stück vorangekommen. Oh, Veterinärforschung haben wir fertig auch nochmal. 5 Gegenstände für die Springböcke sind da gekriegt. Mal wissenswerte Fakten, ein bisschen besseres Futter, Wissensbonus und Spielzeug. Unsere Isopedia nochmal an. Springböcke verdanken ihren Namen der Tatsache, dass sie bis zu 3,5 Meter hoch in die Luft springen können. Sie tun das vor allem während der Paarungszeit. Dieses Verhalten wird auch als Prunken bezeichnet. Springböcke sind schnelle Läufer, sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 96,5 Kilometern pro Stunde. Das ist halt Wahnsinn. Wir haben aber die Beschäftigung, haben wir hier alle schon, das passt soweit, sollte zumindest passen, gucken wir mal. Sozialverhalten, soziale Gruppe, zu wenig, ja, ist klar. Wir brauchen mehr Springböcke. Gehen wir mal in den Tierhandel und gucken mal nach weiteren Springböcken. Tiermarkt, Art sind Springböcke. Und beim Preis gucken wir mal, dass wir erstmal zeigen, das Bargeldverzeichnis an. Da gibt es nichts, okay. Dann gucken wir, dass wir bis maximal 200. Oh. Okay, den nehmen wir mal auf. Das ist halt schon, die sind halt echt teuer und sind eigentlich nicht gerade gut. Ja, also, naja. Das ignorieren wir einfach, verlegen wir. Also neuen Springbock mal. Und ich glaube, wir müssen das Gehege ein bisschen größer machen. Da kümmern wir drum, Barrieren. Hier. Den Grün war nicht ganz so groß. So. Kleiner nochmal. So, und ziehen das Ganze mal ein wenig größer. Und eigentlich wollte ich den Anschluss jetzt hier hin platzieren. Das passt. Und dann können wir nämlich jetzt hier die einzelnen Barrieren nämlich nochmal löschen. Und zwar können wir auch hier wieder alle auswählen. So. Ja. Und dann werden die nämlich einfach gelöscht und fertig. Jetzt haben die wieder ein bisschen mehr Platz, um sich auszutoben hier. Genau. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr kurzes Gras. Der Klassiker. So. Das sollte so passen. Wunderbar. Und dann können wir nämlich auch gleich nämlich hier noch das Ganze hier kopieren.
Boah, können wir sogar die beiden hier kopieren. Nicht erweitertes Verschieben. Erweitertes Verschieben wollten wir nicht, sondern wir wollten uns eigentlich die beiden hier kopieren. Kann ich mehr... okay, wir können nicht mehr als ein Gebäude gleichzeitig kopieren, alles klar. Dann ziehen wir das hier mit rein. Gut. Die Radmantelobe ist verletzt. Warum? Situation sollte eigentlich passen. Ja, wahrscheinlich zu viel auf den Dächern zu viel rumgeturnt hier. Würde ich mal vermuten. Veterinärforschung abgeschlossen. Für die Springböcke. Da müssen wir jetzt neues Spielzeug bekommen haben. Gucken wir mal eben. Ob wir da schönes haben. Oh, bei Reibesäule und den Greifball hatten wir schon. Gucken, was die Technikerforschung macht. Mal wieder nichts, ne? Ja, war ja klar. Faule Techniker. Da können wir mal gucken. Die Bepflanzung ist jetzt nämlich wieder weniger geworden. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, wir können uns mal hier so ein bisschen was kopieren. Nehmen wir uns mal den ganzen Kladderadatsch hier und kopieren uns den und ziehen ihn hier rein. Und hier im hinteren Teil können wir auch nochmal so einen kleinen Fluss hinpacken. Ziehen wir mal so ein bisschen hier so einen Kreis. Das sieht ja ganz gut aus, soweit. Sehr gut. Wasser. Was will man mehr? Umgebung sieht auch gut aus. Wir können sogar ein bisschen mehr Pflanzen nochmal mit reinpacken wieder. Das heißt, nehmen wir uns mal das alles hier, beziehungsweise also ohne das ganz, ohne das Gebäude. Jetzt wir wählen nochmal neu aus hier. Ja. Und den einen, das Einzige, was wir wegnehmen müssen, ist hier dann noch der Schlafplatz oder die Schlafplätze. Und dann sollten wir vielleicht das Ganze noch ein bisschen nach unten ziehen. Glaube ich, die schweben ziemlich gerade noch in der Luft. So. Und dann passt das auch. Oh, hier wird gekämpft. Das knallt sogar. Klack, klack. Oh, da blutet einer. Oder wurde Sie davon getragen, oder? Sieht ganz gut aus. Simba hat sich da durchgesetzt. Und Simba steigt schon wieder aufs Dach. Hat den Sieg geholt und brüllt jetzt hinaus in die Welt, dass er das Alpha-Männchen ist. Während hier Pumba, der 19,5 Jahre alt ist mittlerweile, den Alpha-Status verloren hat. Gegen die jüngere Konkurrenz. Ja, wer hätte es gedacht? So, Ramina, die Rappen, Antilope, turnen auch ganz gerne auf dem Dach rum. Das finde ich aber ganz cool. Also. Oh. Tozi ist wieder schwanger. Nicht von ihrem Sohn. Nein. Das hat irgendjemand behauptet. Können wir den Tapien? Da können, glaube ich, keine rein, oder? Die sind ja sowieso total gestresst. Nein, Gäste können Wege betreten. Nein. Sind auch eher scheu gegenüber Menschen. Von daher
Das ist verständlich. Was sagen unsere Faunen hier? Da ist wieder was. 5 Jahre Nachwuchs erwartet. Okay, die kriegt, die wirft gleich. Verdammt. Den hier können wir wegschiffen. Zack. Weg. Zack. Der kommt auch weg. Ja, der ist gut. Den lassen wir mal drin im Gehege. Was ist mit ihm hier? Der kommt auch weg. Und die hier. Oh, die ist gut. Die lassen wir drin. Das, die hätten wir schon mal gecheckt gehabt, meine ich. Ja, dann soll das Gehege eigentlich soweit ganz gut aussehen. Gehen wir mal in den Tierhandel rein, versuchen wir mal was auf dem Markt zu verkaufen. Für 20. Für 10. Und den hier auch für 10. Ich habe die Befürchtung, dass das nicht funktionieren wird. Leider, leider. Dass wir die nachher so abstoßen müssen. So, wir wollen natürlich noch die nächsten Hüte freischalten. Und dann gucken wir mal. Hier wird gerade noch weiter geforscht. Ja, dann gucken wir mal, welche Tiere wir noch in den Zoo reinholen können. In diesem Sinne, gucken wir mal. Wir sind gespannt. Wir dürfen gespannt bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Metalizer. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten und über einen Kommentar. In den Kommentaren würde ich mich sehr freuen. Lasst auch gerne ein Abo da. Bis zur nächsten Folge, euer Metalizer.